Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur bereits zweiten Folge von Lernsitztal TV. Dieses Mal sehen wir uns den Fluss, der namensgebend für die Glernregion ist, näher an. Dazu beleuchten wir den ökonomischen und ökologischen Nutzen und sehen uns die wesentlichen landschaftsbringenden Elemente an. Wir wünschen Ihnen dabei viel Vergnügen. Die Lenzitz ist natürlich nicht nur namensgebend für die Glernregion, sondern auch landschaftsprägend. Seit eben Jahrhunderten hat sich das Bild dieses Tales, wenn man so will, geprägt, und mit all den Naturereignissen, die heute halt auch die Lenzitz mit sich gebracht hat, wechselnden Hochwässern und alles Mögliche, hat es auch die Landschaft geformt. Die Lenzitz, auf Tschechisch Lužnice, fließt auf ihren 208 Kilometern quer durch das Waldviertel und Böhmen. Ja, das Besondere an der Lenzitz ist das, dass es ein sehr zentrales Flusssystem im oberen Waldviertel ist und das einzige, das nicht nach Süden zur Donau entwässert, sondern nach Norden über die Moldau, Elbe und dann in die Nordsee entwässert. Sie entspringt auf Waldviertler Seite im Freiwald in der Nähe von Karl Stift in einer Höhe von 980 Metern. Nach einem kurzen Abstecher nach Böhmen kommt die Lenzitz im Joachimstal wieder zurück ins Waldviertel. Der Oberlauf des Flusses ist außerhalb der Ortschaften sehr naturnah und das Umfeld geprägt von Wäldern und Wiesen. Im Oberbereich hat der Fluss den Charakter eines Bergbaches. Vor St. Martin ist das Gefälle ein bisschen geringer, da haben wir dann relativ breite Überschwemmungswiesen, die den Fluss begleiten. Und dann, ähnlich wie wir es dann hier sehen, nach St. Martin nimmt dann die Lenzitz ein bisschen einen anderen Fließgewässercharakter ein. Es geht in zum Teil steile Schluchten bei Anger, Schönbichl und dann ab ins Gabrielental. Und die Flusscharakteristik, die ändert sich dann eigentlich erst wieder nach weiterer im Bereich von Oberbrühl, wo das Gefälle wieder geringer wird. Wir sind da ungefähr bei 1%, wo das Gewässer wieder mehr meandriert, das Flusstal breiter wird und der Fluss ein bisschen einen anderen Charakter wieder einnimmt. Seit dem 13. Jahrhundert wurde die Kraft des Wassers an der Lenzitz genutzt und die Region wurde dadurch ein attraktiver Wirtschaftsstandort für Industrie und Handwerk. Ja, ursprünglich natürlich war die Lenzitz sicher auch ein Energielieferant. Zahlreiche Mühlen, Sägewerke oder Hammerschmieden haben sich da entlang angesiedelt. In weiterer Folge dann auch Elektrizitätswerke. Es gibt Aufzeichnungen, dass es an den 43 Fließkilometern der Lenzitz auf österreichischer Seite 39 Wasserkraftanlagen gegeben hat. Hier wurde die Wasserkraft dann für verschiedene Gewerbe genutzt. Also das beginnt bei den Mühlen, Sägewerken, Gerbereien, Hammerwerken. Es hat zum Beispiel an der Lenzitz im Eisenwerk einen Hochofen gegeben. Das Eisen ist direkt dann dort auch verarbeitet worden in Hammerwerken. Es hat Papiermühlen gegeben und diese Wasserkraftwerke, die man fast eigentlich jeden Kilometer an der Lenzitz findet, sieht man auch hier im Gabrielental. Es wurde dann im Prinzip immer so gemanagt, dass man größere oder kleinere Querbauwerke in den Fluss gebaut hat, um dann auf Mühlgräben oder auf Ableitungsgräben dann einen konstanten Wasserabfluss dann direkt zu den Mühlen oder zu den Turbinen zu haben. Von den unterschiedlichen Gewerbestandorten an der Lenzitz sind nur einige erhalten geblieben. Gründe dafür sind die rasanten wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte bzw. Jahrhunderte und auch der gestiegene Strombedarf der Betriebe, den die Lenzitz nicht mehr decken kann. Einem ehemaligen Mühlenstandort an der Lenzitz haben wir einen Besuch abgestattet. Die Getreidemühle wurde Mitte des 17. Jahrhunderts gegründet und war bis vor wenigen Jahren noch in Betrieb. Ehrlich gesagt, ich war die letzte Mühle in Brühl, im Bezirk Gmünd. Und leider, mir tut es eh leid, dass ich es aufgeben habe müssen, aber ich bin einfach mit der Arbeit nicht mehr zu tun gekommen, weil das Sägewerk ist immer größer geworden, immer mehr Beschäftigung, und dann ist die Mühle hinten geblieben.
Ja, wir haben, die Mühle war eine reine Roggenmühle. Wir haben, früher war es eine Lohnmühle, dann haben wir Bäcker beliefert. Und weil die Lohnmühlerei hat sich dann mit den Bauern haben dann in den 60er Jahren dann aufgehört mit Bochen, selber Bochen. Und durch das ist dann das mehr eine Handelsmühle geworden. Die naturschutzfachliche Bedeutung der Leinsitz und des Flusssystems an sich spiegelt sich auch sehr gut wider in der Ausweisung als Natura 2000 Schutzgebiet. Das ist ein Europaschutzgebiet von internationaler Bedeutung und das erstreckt sich eigentlich im gesamten Bereich der Leinsitz und der flussbegleitenden Niederung. Es ist in dem Sinn Teil des Schutzgebiets Waldviertler Heide, Teich und Moorlandschaft. Die strukturreiche Kulturlandschaft entlang der Leinsitz stellt einen idealen Lebensraum für einige gefährdete Pflanzen und Tierarten dar. Primär sind es da in unserem Bereich, die da in Frage kommen, der Schwarzstorch, der Bachbereiche gern zur Nahrungsaufnahme aufsucht, dann der Eisvogel wäre so eine Art, die da in Frage kommt. Dann haben wir natürlich, wie es für Fließgewässer üblich ist, seltene Fischarten, die europaweit geschützt sind. Das wäre hier ganz wichtig zu nennen, das Bachneunauge. Eine besondere Art, die auch hier noch in der Leinsitz vorkommt, das ist die Flussperlenmuschel, auch über die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie geschützt, ist eine sehr seltene Muschelart, die in sauberen, reinen Fließgewässern vorkommt. Wir haben jetzt neben ein paar lebenden Exemplaren auch totes Exemplar der Flussperlmuschel gefunden. Das Charakteristische an dieser Flussmuschelart ist, sie hat eine ganz dicke Schale, ist sehr dunkelschwarz und interessant bei diesen Muscheln ist, also sie können bis zu 280 Jahre alt werden. Ja, entlang der Leinsitz oder im Nahebereich führen zahlreiche Wanderwege und Fahrradwege. Da kann man natürlich die Region erkunden, die Landschaft genießen und auch die Leinsitz als solches immer wieder erleben. Wir haben hier die Leinsitz, fließt relativ gemächlich dahin. Das Gefälle ist auch schon sehr gering, wir sind da unter 1% Gefälle. Und man sieht da in der Umgebung, die Leinsitzniederung ist breit, sind 100, 150 bis 200 Meter breite Niederung, in der der Fluss früher noch mehr meandriert hat, wie er jetzt noch meandriert. Das Gebiet ist eigentlich gekennzeichnet durch einen Wiesenreichtum, es gibt unterschiedlichste Wiesentypen hier. Wir haben immer noch die Feldgehölze, die Weidenbüsche in den Wiesen eingestreut und das macht eigentlich da diese Landschaft so interessant. Hier ist noch Platz für die jährlich zweimal, meistens zweimal stattfindenden Überflutungen. Das heißt, hier gibt es einen Hochwasserschutz gratis für die unten liegenden Siedlungsgebiete. Also es ist Platz und Raum da, das Hochwasser aufzunehmen. Wir haben ein Stückchen weiter unten die Trinkwasserversorgungsanlage der EVN. Das heißt, die Leinsitz ist auch hier für die Trinkwasserversorgung zuständig. Auch eine Gratisleistung, die das Flusssystem für uns erbringt. Auch schon einige Jahre wie immer wieder tritt sie über die Ufer und 2002 war ja wirklich ein herausragendes Ereignis, mit dem die ganze Region da konfrontiert war, ganz speziell auch der Ort Unserfrau. Und so gesehen ist schon etwas, was unser Leben da auch beeinflusst oder viele, die halt im Nahbereich der Leinsitz wohnen, beeinflusst.